Hi Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute geht es in Suicide Squad Killer Justice League um einen Build für King Shark, den ich selbst zusammengebastelt habe und mit dem ich momentan ziemlich zufrieden bin. Den möchte ich euch heute vorstellen. Ihr seht jetzt vielleicht gerade auch schon Gameplay im Hintergrund angezeigt, wie sich das ganze Ding etwa spielt. Ich hatte auch in den Endgame-Missionen schon sehr viel Spaß mit diesem Build und bin froh, dass das geklappt hat. Dieser Build setzt auf Brennen und es funktioniert trotz dem Patch eigentlich, finde ich, ziemlich gut. Ich habe extra was gesucht, was ohne das Bane-Set funktioniert, damit wir einfach sehen, es gibt auch noch was abseits davon. Und das möchte ich euch heute nochmal genau zeigen. Ihr seht, welche Waffen ich dabei habe. Hier erstmal Black Mask, Kugelhagel, die schwere Waffe. Dann hier eine Shotgun, die ist sehr wichtig für diesen Build, werde ich auch gleich noch was zu erzählen. Hier habe ich erstmal die Kinnhaken Meisterklingen für King Shark. Hier der Müll des einen von Gizmo, das Set. Das ist auch wichtig für diesen Build. Und hier den Turtle Panzer, Turtle Steel Force Kanal, eine Raubtier-legendäre Nanobomben-Mod und aktuell Merlins Marke. Hier ist einiges austauschbar. Ich finde, bisher ist es aber gut und noch ausbaufähig. Was ich noch ausbauen möchte, erkläre ich euch nachher auch noch. Erstmal zur Waffe hier. Die schwere Waffe finde ich gut, weil man mit King Shark eben auch auf eine Distanz mal guten Damage braucht. Vor allem gegen Hubschrauber ist es besser, mal eine Minigun dabei zu haben, finde ich. Und vor allem mit einer hohen Feuerrate und einem ordentlichen Magazin. Beides haben wir hier. Wir haben Schaden auf brennende Feinde mit dieser Schusswaffe. Ihr werdet sehen, es geht hauptsächlich ums Brennen lassen und genauso ist es hier auch mit dem Black Mask Effekt, nämlich dieses Zeichen auf drei verschiedene Feinde. Das heißt, ihr rattert einmal durch und versucht drei Feinde schnell zu treffen, dann gibt es eine Explosion und die lässt die Feinde brennen. Deswegen haben wir das Teil auch zusätzlich dabei. Das nächste ist aber, und das ist eigentlich meine Hauptwaffe, die ich dann benutze, nämlich eine Shotgun für den Nahkampf. Die habe ich hier gerade in einer ziemlich guten Version am Start. Der wichtige Effekt ist hier, wenn du Feinde innerhalb von einem Umkreis von 7,5 Metern von dir mit dieser Waffe triffst, brennen sie. Also man verursacht auch hier diesen Brenneneffekt. Ich habe natürlich den Schaden gepusht gegen brennende Feinde, kritischen Trefferschaden, auch eine gute Sache, wie ich finde. Bei dem anderen muss ich noch gucken, was ich maximieren kann. Ihr seht, wir haben hier auch noch 8 von 15, das heißt, es geht noch einige Stufen nach oben, um die Waffe weiter zu verbessern, was wir auch noch tun werden. Dann habe ich hier erstmal diese Waffen mitgenommen, weil sie einen ziemlich guten Schaden einfach mit haben. Ihr seht, Augmentation kann ich hier noch verbessern, dass ich 3 Stück bekomme. Ziemlich praktisch finde ich aber, dass Nahkampftreffer die Feinde für 5 Sekunden in Slow Motion fliegen lassen. Nahkampfabklingzeit nehme ich in Kauf und finde ich sehr gut einfach, um mit der Shotgun hier wiederum, wenn die Feinde dann in der Luft schweben, einfach voll draufhalten kann und Damage fahren kann und die nichts gegen mich machen können. Das ist sehr praktisch, wie ich finde, besonders im Nahkampf, wenn man auch mal nicht so viele Gegner um sich braucht, die einen die ganze Zeit behacken. Und natürlich Diablo-Brandeffekt drauf auf diese Waffe, damit der Brenneffekt möglichst häufig verteilt wird. Ähnliches ist es hier auch mit der Granate. Hier ist auch Diablo-Brand drauf und den Gizmo Teil 1 Bonus. Den habe ich gerne mitgenommen bei dieser Waffe. Nämlich 50% zugefügte Schaden auf brennende Feinde. Diesen Bonus nehme ich natürlich unglaublich gerne mit. Hier bei Schildmod, denke ich, hat man noch Möglichkeiten zu spielen, auch mit den Augmentationen. Ich finde es sehr gut mit dieser Schadensreduzierung. Das kann man ja besonders im Nahkampf bestens gebrauchen, dass man hier einfach eine 90% Schadensreduzierung hat. Wenn man mit einem verbesserten Bewegungsangriff trifft, also bei mir jetzt dieser atlantische Fall, wenn ihr den im Talentbaum auch verbessert habt, müsste es eigentlich der verbesserte atlantische Fall sein. Man verbessert ihn, glaube ich, automatisch. Ja. Und hier das Turtle Steel Force Kanal. Diese Mod finde ich super genial. Ihr seht hier auch noch Augmentationen. Könnte man hier auch 3 Stück drauf bauen und andere Effekte, um noch mehr Schaden auf brennende Gegner drauf zu machen. Das werde ich auch noch tun. Aber diese Mod hat einfach einen super geilen Effekt, nämlich wenn ich mich wirklich konstant bewege, kann ich hier 10 Stapel machen, die mir 50% mehr verursachten Schaden geben. Also richtig viel Damage-Steigerung. Und wenn man stillsteht, kriegt man Schadensminimierung, die einen trifft.
Also ein guter Panzer oder eine gute Schadensverstärkung, je nach Situation. Ein super cooles Teil, kann ich einfach nur empfehlen. Falls ihr das findet, nehmt das Teil mit. Ihr werdet sehen, der Damage steigt und das sollte auch. Dann haben wir hier die Nanobomben-Mod dabei. 42% Schaden gegen brennende Feinde habe ich momentan drauf. Das hat mir auch Spaß gemacht. 50% mehr Schaden gegen Feinde mit weniger als 50% Gesundheit. Das halte ich auch für einen sehr guten Effekt, den ich momentan einfach dabei habe. Vielleicht tausche ich das irgendwann nochmal gegen was aus. Aber momentan habe ich so gefühlt nichts Besseres gefunden, wo ich sage, da habe ich Bock drauf. Deswegen erstmal bleibe ich so. Diesen Glücksbringer habe ich jetzt ganz neu in Experiment dabei, dass die Konterexplosionen mehr Schaden verursachen. Das finde ich cool. Also wenn man kontert, gibt es eine Explosion. Diese Explosion macht 200% mehr Schaden und hat einen größeren Radius. Und kritische Kontertreffer, die eine Chance geben, von 50% Feinden Schildernte innerhalb von Konterexplosionen zu geben, das ist, glaube ich, eine schöne Sache, wenn ihr einfach auch im Nahkampf unterwegs seid mit dem Chargé und dann natürlich auch Schildernte häufig nutzt. Wie das Ding sich spielt, habt ihr gesehen. Der Brennenschaden lässt sich auf jeden Fall noch pushen und ich habe damit wirklich gute Erfahrungen gemacht. Also probiert es gerne aus, falls ihr es noch nicht ausprobiert habt. Ist eine bisschen andere Spielweise, fühlt sich aber knackig an mit dem King Shark und könnte Spaß machen, besonders eben, weil kein Bane-Set dabei ist und man dann auch sowas mal ausprobieren kann und sieht, es funktioniert, ist auch fein. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video. Lasst mir gerne euer Feedback dazu, diesem Build. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Video. Macht's gut, Leute. Und